Guten Morgen, Uli. Guten Morgen, Ronja. Wir melden uns aus Basel. Wir sind, Uli und ich sind heute aufgestanden. Der Uli verlässt uns nämlich heute. Uli, du warst jetzt mit uns 6 Tourstops unterwegs. Gestern so ein bisschen den Schweiz-Finalstop in Basel gefeiert. Wie war es bei uns, mit auf Tour zu sein, dieses Jahr deinen Film zu zeigen? Ja, also es war ja wirklich viel mehr als nur den Film zeigen, weil du bist einfach 6 Tage unterwegs mit diesem coolen Bus und einfach die ganze Crew, alle, die dabei waren, es war einfach eine wirklich Hammerzeit. Sehr, sehr intensiv, was man merkt jetzt, spätestens jetzt, und die Stimme und das Schlafmanko, was sich da alles anstaut, aber das ist eigentlich alles vernachlässigbar, weil es war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit und schon fast wehmütig jetzt Abschied vom Bus. Sag mal ganz kurz, für alle, die jetzt deinen Film nicht kennen, was, worum geht es in deinem Film, was sieht man da? Hier ist eigentlich so wie ein Porträt über meine zwei Passion, das Snowboarding, das Freeriding, was ich halt schon ewig mache, und das Speedriding, was ich nun auch schon gut 10 Jahre mache, und so ein bisschen auch die Evolution vom Snowboarden, vom Freeriding zum Fliegen, Fahren mit Schirm, was auch die Leute vielleicht ein bisschen weniger kennen und so kennenlernen können. Wie lange habt ihr insgesamt gedreht? Also wann habt ihr angefangen zu filmen letztes Jahr, und schließt du jetzt mit der Tour auch so ein bisschen das Projekt ab? Also eigentlich hat das Projekt genau vor einem Jahr angefangen beim Freeride Film Festival, weil wir eigentlich, oder ich gedacht habe, hey, ich möchte eigentlich nicht nur irgendwie co-moderieren, ich möchte auch wieder mal einen schönen Film auf Leinwand haben. Und dann konnte ich glücklicherweise den Harry auch irgendwie überzeugen, hat er gesagt, ja doch, ja eigentlich, wieso nicht, könnten wir mal was zusammen machen. Und dann ist das Ganze entstanden und dann haben wir im Januar angefangen zum Filmen, und der Winter geht dann jeweils relativ schnell und war ich schon ein bisschen nervös, kriegen wir das alles hin, aber am Schluss hat es geklappt und ich denke, die Leute haben Freude gehabt am Film und dann habe ich auch Freude. Und das Projekt ist jetzt damit abgeschlossen oder geht es irgendwie noch weiter? Meinst du, der Film wird noch online irgendwann verfügbar sein? Ja, ich denke mal, zuerst geht es noch ein paar weitere Festivals, der Film, und dann denke ich schon mal, dass das dann irgendwann noch online zu sehen sein wird, und ich habe ja auch noch ein paar kleine Ausschnitte von GoPro-Aufnahmen, die ich dann vielleicht auch mal so als Leckerle raus... Leckerle, wir sind in Basel, das Leckerle. Also das Leckerle. Was lacht ihr denn, Leckerle? Das Leckerle, Basler Leckerle, so quasi vielleicht mal als Kurzversion was raushauen zwischendurch, ja. Jetzt hast du ja nicht nur deinen eigenen Film gezeigt, sondern auch co-moderiert und ja, die ganzen Filme eigentlich oft sehen dürfen. Was hältst du von den anderen Filmen, die jetzt noch dabei waren beim Festival? Ich finde die Auswahl wirklich toll. Also es sind ganz unterschiedliche Filme, aber alle wirklich sehr cool. Erstaunlich, weil ich weiß, wie hart es ist, überhaupt einen Film hinzubekommen von der Zeit am Berg. Dann die Leute, die Zeit, die es braucht, noch für die Post-Production, für die Musik und so. Und es ist wirklich sehr stimmig, auch sehr inspirierend. Da gibt es wirklich einige Sachen, die ich gesehen habe in anderen Filmen, die ich selber umsetzen möchte. Und ja, Respekt an die Filmemacher, an die Athleten. Und ja, also wirklich toll. Und viele, die es gesehen haben, das Schweizer Publikum, die haben es geliebt, und die es jetzt noch sehen, die nächsten Tage, freut euch, es rentiert, vorbeizukommen, wirklich schöne, schöne Filme. Diesen Winter, hast du schon Pläne? Was steht so an bei dir? Ja, der größte Plan diesen Winter ist, keinen Plan zu haben. for once, oder ist das jetzt der erste Winter, dass du mal keinen Plan hast? Nein, ich habe das schon vor 2 Jahren gemacht, wirklich so einen Winter praktisch ohne Pläne. Ich habe ein Splitboard-Camp, was ich mache, ich habe 1-2 fixe Punkte, aber daneben ist es echt schön, mal keinen Plan zu haben und auch diese Freiheit zu genießen, zum sagen, hey, Mittwochs hat frisch geschneit, Blue Sky, let's go. Wenn du den ganzen Winter immer verplanst, dann hast du keine Freiheit mehr, und das ist eigentlich das Schöne, die Freiheit dann zu gehen, wenn es gut ist zum Freeriden, und da freue ich mich auf diesen Winter. Ich glaube, das machen wir alle, und jetzt fahren wir erstmal von Basel, geht's nach Stuttgart, verlassen wir die Schweiz, fahren dann noch nach München und nach Wien. Also wie Uli jetzt gesagt hat, für alle, die das Festivalprogramm noch sehen, die Filme noch sehen, ihr könnt euch auf die Filme freuen, und ja,
Uli, magst du noch was sagen zum Schluss? Ich muss, glaube ich, vor allem ziemlich schnell vom Bus weg, weil der fährt jetzt dann gleich los und ich will eigentlich den Bus, den Zug noch erwischen aus Basel zu mir heim, bevor es wieder über die Grenze geht. Insofern, ich glaube, ich muss weg. Okay, wir verabschieden aus dem Bus. Auf geht's nach Stuttgart. Und Uli, danke dir für die schöne Zeit. Danke dir. See ya. Ciao.